ein Tor? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Nach der Osterpause geht es für unsere Kickers endlich wieder weiter. Zu Gast ist der Tabellenfünfte aus Rosbach. Im Hinspiel konnte man die Partie aufgrund einer starken zweiten Halbzeit für sich entscheiden. Heute heißt es alles geben, damit man die 3 Punkte zu Hause behalten kann, um weiterhin oben mitzuspielen. Let's go! Okay, schon seht ihr da. Meti von links nach rechts, Lars, Menan, Falk, Yannick, Sechser, Sigi, Benny, links, Till, Silas, Jan, Memo. Draußen ganze Kapelle, seht ihr alles. Sieht auch gut aus, von allem mal dabei. Das wird auch wichtig sein, nicht nur für heute, sondern für Mittwoch, für Freitag und für jeden beschissenen Sonntag wichtig sein, dass wir immer so einen Starter hinstellen. Ja, wenn der Mannschaft sein, Jungs, gerade in dieser Phase hier, sind die alle geil, um uns zu stoppen. Jeder ist von denen geil, um uns einen scheiß Bein zu stellen. Der nächste Verein oder nächste Mannschaft, die hier fehlt, und dann ist es vorbei. Ich sage direkt, wie das ist vorbei. Der kann ich direkt verabschieden. Ich sage es durch. Das heißt für uns, jeden beschissene Grashalm da draußen, auch wenn wir Kunstgras sind, scheißegal. Abfliegen, Jungs. Kämpft füreinander. Reißt euch zusammen den Arsch auf. Wir schaffen nichts allein. Rausmachen, machen. Komm, 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 komm. So, Männer. Die haben Anstoß, wir bleiben stehen. Wir zeigen hier in der nächsten Reise 6 letzte Endspiele, dass wir zurecht da oben stehen. Okay, Männer? Komm, wenn mal was nicht so funktioniert, dann ist das so. Wir kämpfen positiv. Einer für den anderen. Und wir sehen einfach zu, dass wir heute die nächsten 3 Punkte mitnehmen. Okay? Komm, Jungs. Lasst uns den da hinten zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Und das sind wir. Auf geht's! Und damit geht's auch los, Freunde. Die Partie wird angestoßen von den Gästen in den roten Trikots, von links nach rechts spielend in der ersten Halbzeit. Und wir spielen in unseren schwarzen Trikots. Ihr könnt gerne mal kommentieren, wie die Situation bei euch aktuell ist. Es müsste ja bei jedem die Endphase jetzt eingeläutet sein. Wie gesagt, wir hatten eine Osterpause von knapp 2 Wochen. Oder waren es 3? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hatten wir ein paar Wochenenden, wo nichts stattfand. Jetzt kommt der erste lange Ball vom Rosbacher Keeper nach vorne gehauen. Und ihr seht es, die Bälle werden ziemlich lang, gerade in der ersten Halbzeit, weil der Wind von euch jetzt aus sehend von links nach rechts ging. Jetzt haben wir einen Einwurf. Dieser wird als falscher Einwurf deklariert. Somit kriegen wir den Einwurf. Der Yannick macht es besser. Der Ball kommt auf den Memo. Der leitet den Ball weiter auf den Silas. Silas ist durch. Spielt den Ball in die Mitte und das ist 1:0. Was ist das für ein Blitzstart für die Kickers? Es steht 1:0 nach knapp 4 gespielten Minuten. Wir schauen nochmal auf den Einwurf drauf. Gut vom Memo kontrolliert. Direkt weitergespielt auf den Silas. Der sieht in der Mitte den startenden Jan. Und er versenkt das Ding mit seinem schwachen linken Fuß. Und somit steht es früh 1:0. Wir bleiben in der Aktion hier drin, direkt nach dem Anstoß. Ja, die Gäste wurden hier natürlich kalt erwischt und versuchen den Ball jetzt erstmal ruhig zu spielen. Wir laufen da aber schon direkt zu, wollen hier ganz klar deutlich machen, wer hier zu Hause spielt. Der Ball vom Falk kommt zwar nicht an, aber ihr seht es, wir bleiben drauf und holen uns gleich den Ball hier schon wieder zurück mit dem Benny. Der geht am Gegner vorbei, es gibt hier keinen Pfiff. Und somit spielen wir den Ball jetzt nochmal in Form von Sigi hintenrum über den Yannick und auf den Falk. Dann wird der Ball noch rausgespielt, weil der Benny da verletzt am Boden liegen geblieben ist. Die nächste Aktion ist ein Abstoß vom Rosbacher Keeper und ihr werdet jetzt hier nochmal sehen, wie lang dieser Ball einfach wird. Der ditcht sogar einmal auf und landet fast am 16er, bis der Falk da zwischengehen kann. Der Milan verlängert den Ball auf den Benny. Der Benny sieht jetzt auf der linken Seite den startenden Jan und der Ball kommt gar nicht mal so schlecht. Jan kann den Ball mitnehmen, in der Mitte läuft der Phil ein, aber der Jan trifft den Ball nicht richtig. Somit wäre das hier die nächste richtig gute Gelegenheit für uns gewesen. Jetzt haben wir einen Freistoß für die Gäste. Der Ball kommt in den 16er, aber Memo kann da per Kopf klären und dann ist der Milan, der dazwischen geht und der Silas kann am Ende einen Spieler in Rot anschießen. 11. Spielminute, erster Eckball für die Kickers. Der Ball kommt vom Jan in den Strafraum geschossen. Da kommt erstmal keiner ran, aber der zweite Ball kommt auf den Benny, der schießt und irgendwie wird der Ball abgeprallt und dann kommt der Keeper und kann den Ball zum Einwurf klären. Wir haben ein paar Meter weiter einen weiteren Einwurf. Der Ball wird vom Memo verlängert. Der Jan kommt nicht ganz ran. Der Memo nimmt sich das Ding und das Ding zappelt im Netz. Und das ist 2:0. Richtig guter Abschluss hier vom Bomber. Volley hat er den Ball einfach mal aufs Tor geknallt. Der Ball war gar nicht mal so fest, aber er war platziert. Wir schauen da jetzt nochmal drauf. Den nimmt der furztrocken. Keine Chance für den Keeper im Tor. Und es steht 2:0. Wir hatten also einen richtig guten Start hier und jetzt haben wir wieder einen Einwurf, diesmal von der anderen Seite. Silas bringt das Ding in den Strafraum rein, ist schon fast eine halbe Ecke und da kommen die Roten dann dazwischen und können den Ball vorerst mal aus der Gefahrenzone
beseitigen. Aber wir versuchen da natürlich Druck zu machen. Silas holt sich den Ball zurück, hat ein bisschen Platz, schießt drauf, aber der Ball geht knapp über die Torlatte. 2 Minuten später wieder der Keeper am Ball von den Gästen und der Ball kommt wieder lang und ihr seht es, wie lang dieser Ball wird. Aber Milan kann dazwischen gehen und den ersten Ball abfangen und wir kommen hier wieder an die Pille. Sigi spielt den Ball weiter auf den Benny. Benny versucht ihn in die Tiefe zu spielen. Der Ball ist ein bisschen zu lang, aber ist noch im Spiel und wir versuchen da dementsprechend den Ball uns zurückzuholen. Und das gelingt uns auch hier. Der Silas kann hier den Ball erahnen, geht am Gegenspieler vorbei, bringt jetzt den Ball in die Mitte. Da ist der Phil, aber der Ball kommt ein bisschen in den Rücken, sodass der Phil den Ball nicht richtig treffen kann. Und es gibt den Abstoß. Dann haben wir hier eine kuriose Szene. Der Memo hat den Ball hier und dann steht der Schiedsrichter so ein bisschen im Weg. Zum Glück ist da nichts passiert, Freunde. Der Schiedsrichter, toi toi toi, konnte direkt wieder aufstehen, trotz dass er hier von dem Bomberzug fast überfahren wurde. Also Hut ab vor meinem Schiedsrichterkollegen da. Hat er richtig gut gemacht und dass er da direkt wieder aufsteht. Hut ab! Und der Memo hat sich natürlich direkt entschuldigt, konnte nicht mehr ausweichen. Ihr wisst ja, manchmal ist es so, ist man so im Lauf drin und kann da gar nicht mehr abstoppen, gerade wenn Memo einmal mit seiner Masse in die Bewegung kommt. Der nächste lange Ball, ich habe euch das die ganze Zeit gesagt, das wird jetzt richtig gefährlich. Die Rossbacher sind zum ersten Mal durch, der Ball über mich landet aber nur am Außennetz. Also diese Bälle einzuschätzen war richtig schwer, gerade in der ersten Halbzeit, wenn man gegen den Wind ein bisschen gespielt hat. Und ja, das war die erste Riesengelegenheit für die Gäste aus dem Vital. Jetzt haben wir hier ein bisschen im Mittelfeld geplänkelt. Der Benny kann sich da so halb durchsetzen, behauptet den Ball dann und der Ball wird weitergespielt auf den Falk und wir verlagern das Spiel. Memo sieht jetzt in der Mitte den Silas wieder. Silas spielt aber wieder hinten rum. Da ist der Sigi und ihr seht es, die Gäste standen natürlich auch dementsprechend tief und wollten jetzt natürlich auch keinen weiteren Treffer vor der Halbzeit kassieren. Und somit war es auch für uns ziemlich schwierig. Jetzt haben wir den Phil, der spielt den Ball zurück auf den Falk. Ihr seht schon, wie hoch der Falk steht. Der sieht jetzt den startenden Silas. Super Ball in die Tiefe. Silas nimmt den Ball und haut das Ding in die Maschen. 3:0. Perfekt getimter Ball über die Abwehr. Da schauen wir auch gleich nochmal drauf. Und wir können hier die Abwehrkette knacken. Ihr seht es selber, wie tief die Gegner gestanden haben. Und der Ball vom Falk ist richtig gut. Perfekt über den Innenverteidiger, der so hoch springt, wie er kann. Und der Silas nimmt das Ding und haut es furztrocken in die Maschen. Wir sind noch nicht in der Halbzeitpause. Die nächste Aktion kommt jetzt wieder über den Silas, der jetzt den Ball hier auf den Memo spielt. Memo hat ein bisschen Platz und der schießt und der Ball geht knapp am Pfosten vorbei. Also wir waren hier dabei, uns richtig gute Torchancen zu erspielen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber die Gäste, die mit einem Freistoß hier kommen und der Memo, ich weiß nicht, wie er dazwischen gekommen ist. Und ihr seht es, ich rüttel ihn auch nochmal von hinten wach und sag, ey, richtig gut gemacht. Memo also vorne wie hinten präsent. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt den Yannick, der sich in Angriff einschaltet, der spielt den Ball weiter auf den Silas, der schießt, aber der Ball geht über das Tor. Also wirklich viele Torchancen in der ersten Halbzeit hier. Und wir haben wieder einen Einwurf auf der rechten Seite, den wir vorerst mal verteidigen müssen. Der Janik kloppt das Ding einfach mal raus und der Ball kommt perfekt in den Lauf vom Jan. Das ist kein Abseits. Der Jan hat ein bisschen Platz, nimmt den Ball an und chippt ihn über den Keeper. Das ist das 4:0 und der Jan jubelt da auch. Also man kann natürlich sagen, es war Glück dabei, auf jeden Fall. Der Janik klärt ihn perfekt in den Laufweg vom Jan, aber der Jan steht da auch bereit und lauert auf diese Chance und nutzt diese auch eiskalt. Zack, 2 Kontakte, 2-Touch-Challenge an dieser Stelle und es steht 4:0. Auch überragender Ball vom Janik natürlich, obwohl er ihn eigentlich nur klären wollte. Jetzt haben wir vor der Halbzeit nochmal einen Eckball. Der Jan signalisiert da irgendeine Variante, die wir nicht kennen. Der Ball kommt irgendwie rein, aber der Ball geht am Tor vorbei und wir gehen in die Halbzeitpause. Diesmal ist die Kamera leider in der Halbzeit ausgefallen. Nächstes Mal wird die hoffentlich wieder funktionieren. Ihr seht es, ziemlich klare Angelegenheit. Wir hatten 14 Schüsse. Die Rossbacher 3 hätten durchaus auch ein Tor erzielen müssen, denke ich, bei der einen Chance. Und wir haben zur zweiten Halbzeit durchgewechselt. Der Phelps steht jetzt im Tor und der Pierre ist für den Phil in der Partie. Jetzt haben wir den Sigi und wir sind jetzt 2 Minuten knapp in der zweiten Halbzeit drin. Der Falk spielt jetzt einen Ball in den Lauf. Da ist der Lars, der ein bisschen Platz hat. Der steht im 16er, schießt, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Wir wollten hier in der zweiten Hälfte natürlich dort weitermachen, wo wir aufgehört haben und machen auch früh hier Druck. Ihr seht es, wie der Yannick hier anläuft, aber Rossbach kann sich erst einmal befreien und kommt in unsere Hälfte rein. Die Nummer 7 sieht jetzt in der Mitte. Überragender Pass auf seinen Mitspieler, aber
aber da kommt im letzten Moment der Lars dazwischen und kann den Ball zur Ecke klären. Auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder einen Einwurf. Der Lars wirft den Ball hier auf den Silas und der kann hier gegen den Gegenspieler erst einmal super vorbeigehen, aber irgendwie kommt der Ball durch einen Ping-Pong wieder zurück zum Silas. Der Memo bekommt den Ball, dieser Ball wird abgefälscht und geht zur Ecke. Diese Ecke schauen wir uns an. Der Jan bringt den Ball rein. Da ist der Memo mit der Hacke. Irgendwie kommt er nicht so ganz an den Ball. Somit kein Problem für den Schlussmann aus Rosbach. Aber wir versuchen hier natürlich direkt wieder Druck zu machen. Der Silas bekommt den Ball zurück, spielt ihn raus auf den Jan und die Flanke rutscht ihm jedoch ein bisschen vom Schlappen, was natürlich durchaus mal passieren kann. Jetzt haben wir einen Freistoß für die Gäste. Ist nicht ganz drauf, aber wir sehen, dass der Ball aufs Tor kommt. Aber das ist kein Problem für den Fabs, der ja in der zweiten Halbzeit unseren Kasten gehütet hat. Wieder einen Einwurf auf der linken Seite. Der Ball kommt in den 16er reingesegelt. Jetzt hat der Memo den Ball. Der spielt ihn wieder zurück auf den Lars. Der Lars versucht, da aus der Ecke rauszukommen. Silas bringt den Ball in die Mitte. Da ist der Jan, der reklamiert, dass es ein Handspiel gewesen sein soll. Der Pi bekommt den zweiten Ball. Der schießt drauf, aber der Ball geht drüber. Jetzt haben wir auf der rechten Seite den Memo, der verlängert den Ball mit der Hacke auf den Silas, der Ball in die Mitte, da ist der Sigi, der legt sich den Ball bereit, aber der Keeper kann den Ball über die Latte lenken. Also wir waren hier auch in der zweiten Halbzeit auf das Tor der Rosbacher am Anrennen und wollten hier die nächste Hütte erzielen. Aber auf der anderen Seite haben die Gäste auch aufgepasst, erobern sich den Ball hier zurück. Der Ball wird auf die Nummer 20 gespielt, der versucht in die Mitte zu ziehen, der Ball jetzt zurück in den Rückraum. Die Nummer 4 super weitergeleitet auf die Nummer 7 und dann gibt es einen Abseitspfiff, der Ball wäre im Tor gelandet und ich glaube, es war eine ziemlich knappe Sache. Ihr könnt es mal stoppen, ich habe es gemacht. Ich glaube, es ist knapp kein Abseits, aber man kann natürlich auch den Pfiff da verstehen, beziehungsweise wenn es da keinen Pfiff gibt, weil es so knapp war. Also ein Türchen hätten die Gäste sich hier auf jeden Fall verdient gehabt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Verletzung hier und das ist das Schöne. Also man hat da direkt geholfen und dem Spieler ging es, glaube ich, auch relativ gut, obwohl das Umknicken sehr, sehr eklig aussah und das wünscht man natürlich keinem. Jetzt haben wir den Jannik, der den Ball vorm Aus retten kann und Rosbach versucht den Spielaufbau hier jetzt zu betreiben, aber wir machen da wieder Druck, der Benny kommt dazwischen, aber wir verlieren den Ball wieder. Jetzt ist der Benny, der versucht den Ball zu spielen, aber dann gibt es folgerichtig auch hier die gelbe Karte, es wird sich entschuldigt und ja, Benny wollte da den Ball wegspitzeln, hat nicht geklappt und es gibt den Freistoß an der Mittellinie. Dieser wird kurz ausgespielt und wir rücken dann raus und versuchen den Ball zu erobern. Das gelingt mit Sebo und Sigi hier, der Sebo auch mittlerweile in der Partie und der spielt jetzt einen Zuckerpass in die Gasse. Da ist der Silas, der ist nicht mehr zu halten, rechts läuft der Jan mit und der muss nur noch ins leere Tor einschieben. Super Konter von den Jungs, gut eingeleitet vom Sebo. Silas ist nicht zu halten und der Jan läuft mit und es ist eine einfachere Aufgabe für ihn. Ich glaube, die Dinger, die er vorher hatte, war ein bisschen schwieriger mit dem schwachen Fuß und der Lupfer und er macht seinen Dreierpack perfekt. Jetzt haben wir die Rosbacher, die haben wirklich nicht schlecht nach vorne gespielt. Also ihr seht die Angriffe hier, das war auch wieder ziemlich knapp und ja, ihr könnt stoppen. Ich glaube tendenziell vielleicht sogar diesmal kein Abseits, aber es war ziemlich knapp. Wie gesagt, ein Türchen oder zwei hätten die Gäste sich auf jeden Fall verdient gehabt. Nach unserem Freistoß verlieren wir den Ball hier ziemlich zügig und Rosbach versucht jetzt hier irgendwie ein bisschen rauszukommen, aber wir sind da zur Stelle. Wir waren heute so präsent im Mittelfeld, dass wir den Ball uns zurückgeobert haben. Memo spielt den Ball jetzt auf den Silas. Der geht gegen zwei Mann auf die Grundlinie. Jetzt der Ball kommt in die Mitte und da ist der Pierre, der eingewechselt wurde zur Halbzeit und der macht auch seine Hütte. Somit steht es 6:0. Also das Glück, was wir vorne so ein bisschen hatten, hat vielleicht den Gästen gefehlt. Und trotz, dass wir die Chancen gut herausgespielt haben, denke ich, dass das Spiel hier auf jeden Fall ein Ticken zu hoch vielleicht ausgeht. Weil ich meine, wenn man so hoch hinten liegt, dann fehlt natürlich auch ein bisschen die Motivation. Hier kommt vielleicht auch ein bisschen Frust hinzu, aber der Keeper hat sich direkt beim Lars entschuldigt. Das sah von außen in echt auch viel, viel härter aus. Und der Lars hat da fast einen Überschlag gemacht, aber toi, 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 ihr seht es, wie der Keeper direkt aufs Knie geht, schaut, wie es dem Lars geht. Und nach einer kurzen Behandlung konnte es auch weitergehen, der Keeper hat Gelb bekommen und der Lars durfte nach der Behandlung somit dann auf dem Feld bleiben. Und der macht auch das Ding hier rein und es steht 7:0 für uns. Wir gehen in die letzten 10 Minuten und wie gesagt, die Gäste hätten sich durchaus das ein oder andere Türchen verdient. Hier sind sie wieder am Ball und versuchen auf das Tor zu spielen. Der Ball nach vorne kommt jetzt nicht an und wird jetzt vom Lars erst einmal nach vorne geklärt. Soweit, so gut. Eigentlich ungefährlich. Wir rücken jetzt erstmal raus und wir schauen auf diese Situation. Mertcan vorne mittlerweile im Spiel läuft da mit dem Jan an. Der Ball wird jetzt wieder auf den Keeper gespielt. Der sieht jetzt, dass der Jan ihn anläuft. Der will jetzt irgendwie das probieren, aber der Ball wird ins Tor abgefälscht. Unglücklich. Ich weiß selber, wie es ist. Man probiert es dann vielleicht mal und dann geht es halt mal schief, weil der Jan da auch dementsprechend auch
gut zuläuft und der macht sein viertes Törchen an diesem Tag. Jetzt haben wir hier wieder den Jan, der spielt einen Ball raus auf den Silas. Der hat viel Platz, spitzer Winkel, schießt drauf, aber der Ball geht am Tor vorbei. 87. Spielminute, wir haben nochmal einen Angriff. Jetzt haben wir hier den Sebo, der ein bisschen Platz hat und der schaut auf der rechten Seite. Da ist der Pierre, kann er seinen Doppelpack machen? Sieht jetzt, dass die Kiste vor ihm steht, aber er schießt und der Ball geht über das Tor. Danach sollte das Spiel auch vorbei sein. Ihr seht zwar oben 89. Spielminute, aber es wurde ziemlich pünktlich abgepfiffen. Und es war eine sehr faire Partie. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal bei den Gegnern. Und ich denke, dass sie wirklich unglücklich vorne waren und das durchaus im nächsten Spiel anders laufen kann. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Jetzt geht's in den Kreis. Let's go. So, Männer, ganz kurz. Heute brauchen wir eigentlich gar nicht viel zu sagen, bis auf das von vorne bis hinten wirklich einmal frei. Ich kann niemanden Vorwurf machen, bis auf ein, zwei kleine Dinger, wo ihr vielleicht wieder sagt, der jetzt nur meckern, negativ. Aber ich muss es ja machen. Das ist mein Ding. Ich muss es ja machen. Aber es ist wirklich in Grenzen. Heute von vorne bis hinten auch der Einsatz, die Leidenschaft, wieder, ja, vorne alles gestimmt, hinten drin, wie ihr reingesprungen seid, wirklich richtig geil. Und so macht das Spaß. Wisst ihr, wenn wir auch die Bank voll haben, wie wichtig das ist. Ein Mann wie Milan zum Beispiel, gibt 45 Minuten Gas, man kann man rausholen. Haben wir niemanden auf der Bank sitzen, muss er am Kehr sich weiterquälen, 90 Minuten. Und das gilt für jeden anderen auch. Deshalb sage ich immer wieder, die Jungs, die draußen sitzen, sind genauso wichtig, wie alle anderen auch. Okay? Wieder 3 Punkte auf dem Weg. Ab dafür. Dankeschön.